Wir waren ja heute schon beim Damian. Damian hat mir erzählt, dass seine Geschichte mit der Meeresaquaristik oder sein, sagen wir mal, sein Abenteuer bei dir angefangen hat. Er hat damals noch Süßwasseraquaristik gemacht und so, aber dann ist er irgendwie auf dich gestoßen. Ja. Wie kam das eigentlich zustande? Ja, ich bin selber Aquarianer seit ich glaube 10 Jahre alt bin. Auch lange, lange Süßwasser, von Guppy bis zum Diskus. Und ich bin vor circa 15 Jahren umgestiegen auf Meerwasser. War was ganz Neues mal. Ich brauchte was Neues. Klein angefangen, immer wieder vergrößert. Wie das so allgemein immer ist. Ich kenne das ja auch, weil gewisse Fische oder so werden immer nach einer Zeit langweilig. Ne? Richtig, ja. Man will sich ja, immer will was anderes. Und ja, es ist vor allen Dingen, so ein Becken ist halt immer sehr schnell voll. Und ja, dann habe ich mich vergrößert, dann habe ich irgendwann einen Ableger gehabt und privat weiterverkauft. Das wurde irgendwann zu viel, das privat zu machen. Außerdem ist meine Pension näher gerückt. Bin jetzt seit letztem Jahr Mai Pensionär und habe irgendwie noch eine Beschäftigung gesucht. Und was gibt Schöneres als das Hobby zum Zweitberuf sozusagen zu machen, neben dem Pensionär. Allerdings arbeite ich inzwischen mehr, glaube ich, als früher. Okay. In dem Aber Beruf. Und ich denke mal, es ist wichtiger, wenn man Leidenschaft drin hat, wenn man das ja, gerne macht. Da sagst du was, da kommt es mir auch wirklich drauf an. Ich bin jahrzehntelang in Aquarienläden gelaufen, erst Süßwasser, später auch Meerwasser. Und habe oft nicht die Beratung gekriegt, die ich mir gewünscht hätte. Und ich weiß nicht, wie viel Geld ich investiert habe inzwischen in dieses Hobby. Und wahrscheinlich könnte ich ein Einfamilienhaus kaufen. Und ich bin damals angetreten, also das wurde immer mehr mit dem Privatverkauf. Und da habe ich gesagt, jetzt musst du was tun. Entweder aufhören oder machst es richtig professionell. Und dann habe ich in meinem Haus hier, wir sind hier in meinem Haus, im Keller angefangen, noch ein Becken aufzustellen und Gewerbe angemeldet und so weiter. Ich hatte ja damals auch schon einen kleinen Kundenstamm, der ist inzwischen ordentlich gewachsen. Das heißt, Kundenstamm, hast du damals angefangen, Korallen selbst zu züchten? Privat, oder? Privat, ja. Okay. Alles, was hier oben im Schaubecken gewachsen ist, habe ich irgendwann fragmentiert, anwachsen lassen. Ist halt zu viel im Aquarium auch geworden? Es lief super damals, okay. Es war viel zu viel und das musste wegwerfen, war keine Option. Also habe ich es angeboten und es kam einfach die Leute, es sprach sich rum, beim Thomas gibt es schöne Korallen. Und zu einem fairen Preis und so weiter. Und dann wurde das immer mehr. Und es wurde so viel, dass ich ja, dann gesagt habe, jetzt musst du eben was machen, musst du Gewerbe anmelden am besten. Ja, dann wurde das immer größer. Inzwischen bin ich, glaube ich, am räumlichen Limit angekommen, was ich hier in meinem Haus machen kann. Ich will auch keinen Laden aufmachen irgendwo, das ist mir viel zu viel. Also das ist Status quo jetzt. Und ich werde das machen, solange ich Spaß dran habe. Ja. Und mir macht insbesondere die Beratung Spaß, gerade von Anfängern. Ich habe hier ganz oft Leute, die noch kein Aquarium haben, die einfach mal vorbeikommen, die hier 2 Stunden sich beraten lassen, wie sie es denn angehen sollen. Und auch das zum heißt, Teil du dann auch die Zeit? Ich nehme mir absolut die Zeit. Auch für einen Anfänger? Auch gerade für einen Anfänger. Okay. Gerade für einen Anfänger. Das wären auch die treuesten Kunden. Ja, wenn die brauchen ja jemanden, der sie an die Hand nimmt. Und ich sage auch immer, such dir jemanden, der es kann. Und halte dich an den und lese nicht so viel in Facebook und in den Foren. Da wird sehr viel Unsinn berichtet. Ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ganz klar. Ich habe mein System. Zu viele Köche verderben den Brei. Ganz genau. Und du wirst ja als Anfänger, wenn du das alles liest, was so beschrieben wird, wirst du ja verrückt. Ja. Da findest du ja keine Orientierung mehr irgendwo, die du eigentlich dringend brauchst. Und deshalb lieber an einen halten nach Möglichkeit. Und dann sehen, wie das funktioniert. Und meistens funktioniert das dann. Der eine kann ich sein, der muss ich aber nicht sein. Wenn ich einen Freund habe, der es kann, auch gut. Spezialisierst du dich auch in gewissen Korallen auch zum Beispiel, oder? Das Schlimme ist, ich finde alles gut. Ich finde auch Weichkorallen wieder gut. Ich habe gerade sehr viele Weichkorallen unten liegen. Das sind auch schöne Tiere, wobei da immer drüber ein bisschen gelästert wird. Ist ja so einfach und so weiter. So einfach sind die gar nicht. Ich habe mich ein bisschen spezialisiert auf SPS. Das ändert sich aber. Der Geschmack ändert sich, sage ich auch jedem Kunden. Am Anfang gefällt dir alles. Ja.
Ja, da gefällt dir eine Xenia, weil sie sich schön bewegt. Oder die meisten Anfänger wollen was sich bewegt. Also eher LPS und Weichkorallen. Und irgendwann gebe ich auch schon mal eine Seriatopora mit oder sowas, was leicht wächst, oder eine Milka, und sage, probier's mal aus. Und dann kommen die automatisch und sagen, ey, das geht gut. Was gibt's denn da noch? Ja, okay. Und dann gibt's eben, ich weiß nicht, was noch alles an einfachen SPS, Montiporas. Und irgendwann wird halt die erste Acropora geholt. Ja, und da gibt es ja auch wieder Unterschiede, was ist zwischen einfachen und nicht so einfachen Tieren und so weiter. Man muss die Leute halt ranführen an das Hobby und auch an die spezifischen Korallen. Und das kriege ich dann auch immer mit, über WhatsApp oder wie auch immer, kriege ich Fotos geschickt und dann geht eine Koralle nicht auf, was könnte das sein und so weiter. Gibt es ganz viel Beratung noch hinten dran mit abends um 11, wenn es sein muss. Ja. Okay. Es wird aber immer mehr und manchmal muss ich auch sagen, so für heute reicht es jetzt mal, dann antworte ich erst morgen. Weil es einfach zu viel ist. Und, aber das macht mir Spaß, wie gesagt, daran, wenn so jemand dann Erfolg hat auch, dann ist das auch mein Erfolg und dann macht das eben Spaß. Ja, zum Beispiel jetzt vor kurzem habe ich die Verpackung, wenn ihr das zum Händler schickt, ein bisschen bemängelt, ja, von wegen Umwelt, Plastik drumherum und so weiter und Styropor-Schnipsel, es gibt nichts Schlimmeres als Styropor. Da gibt es Alternativen dazu und ich glaube, eine Woche später habe ich die erste Box gekriegt mit Maischips als Verpackungsmaterial. Ja. Ja. Und sowas gefällt mir natürlich auch, ja, wenn da reagiert wird und zugehört wird. Natürlich ist nicht alles machbar, logisch. Ganz klar. Wir sind ja auch eine relativ junge Firma. Klar, ja. Natürlich. Und wir können ja uns nicht gleich auf dem Markt so etablieren wie jemand, der schon 15 Jahre oder so. Natürlich nicht. Natürlich das nicht. Geht nicht. Ne? Deswegen müssen wir halt zuhören und sofort genau reagieren. Ne? Das ist sicherlich eine gute Art und Weise und lässt auf mehr hoffen, noch in Zukunft, was so Produkte angeht. Ich weiß, da ist einiges in der Pipeline und da bin ich schon sehr gespannt. Und nicht nur ich, sondern auch viele Kunden von mir. Smart Tester, das ganz große Thema. Ja. Da weiß ich selbst, also kann nein, ich auch nein, sagen, da weiß ich auch nicht. Erwarte ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, schon einige Anfragen bei mir eingegangen, wann kommt das Ding? Oder gibt es das schon und so weiter. Und die Spannung ist groß, was das angeht. Okay. Du hast ja bei dir unten in deiner eigenen Anlage letztens auch die Lampen gewechselt. Ja. Wie ist jetzt so deine Erfahrung? Weil vor kurzem hattest du ja noch andere. Ja. Und jetzt zum Vergleich, was könntest du dazu sagen? Ja, ich hatte ein anderes Produkt drüber hängen seit Dezember, seit dieses LPS-Becken läuft. Das waren 6 Lampen an 90 Watt, also 540 Watt Gesamtleistung. Mir sind jetzt die letzten 2-3 Monate immer mehr Korallen eingegangen. Ich konnte mir nicht erklären, wieso, warum. Ich hatte ECPs machen. Ich hatte eine ECP gemacht, die war nah an perfekt und mir gehen Korallen kaputt, LPS kaputt. Und zwar verschiedene, nicht nur eine. Und das konnte ich mir nicht erklären. Und irgendwann kam ein Freund zu Besuch und sagte, hier, dein Licht ist ziemlich duster inzwischen. Okay. Mess doch mal nach. Und ich habe so ein Apogee-Parameter und habe das gemessen und bin bald umgefangen. Also die Leistung war von 210 Paar direkt unter der Lampe. Ich habe meine Lampen sehr hoch aufgehängt und mit einem Reflektor benutzt und so weiter. Die Höchstleistung direkt unter der Lampe, die war auf dem Boden 210. In 40 cm Wassertiefe oder Beckenhöhe 40 cm, also 35 cm Wassertiefe noch. Gut, wie gesagt, ich hatte sie sehr hoch aufgehängt, wenn ich sie runtergedrückt hätte, wäre dann auch mehr rausgekommen sicherlich. Aber da waren anfangs 200, 210 Paar und jetzt zum Schluss habe ich noch 140, 150 gemessen. Ja, also in 7 Monaten gut 25% nachgelassen und so im Nachhinein, ich habe die Lampen abgebaut und woanders aufgehängt, fiel mir auf, dass insbesondere die Blautöne gefehlt haben. Ja? Also die blauen LEDs haben extrem nachgelassen und ich habe sie jetzt zum Hersteller zurückgeschickt erstmal, bin mal gespannt, was ich höre. Ich hatte eine Testlampe, eine Reef Flare über meinem kleinen Becken unten hängen, weil ich die mal ausprobieren wollte.
und habe da schon, ich habe es am Anfang nicht aufgehängt, sondern nur auf so zwei Holzbalken gelegt, weil ich erst noch die Drähte und so weiter montieren musste. Und dann hatte ich gesagt, ich weiß nicht, war wahrscheinlich auf 100%. Dann habe ich mal ein paar Meter drunter gehalten, bin erschrocken, da hatte ich 1000 oder 1100 Paar unten drunter. Habe ich es mal schnell runtergedreht. Ja, dann, und ja, dann habe ich es aufgehängt und kann die eigentlich da auch nur mit, ich weiß nicht, 40% Leistung oder so betreiben. Für die Korallen, die drin sind, da sind keine SPS drin. Halt, Strom sparen da auch, ne? Wahnsinn. Die anderen, wie gesagt, haben 540 Watt gebraucht. Die Reflare Blue habe ich 3 Stück drüber hängen in L, also die großen. Und die laufen momentan mit 220 Watt, also weniger als die Hälfte. Ja, das macht sich übers Jahr bemerkbar. Und ich denke mal, ist auch ein bisschen kühler unten im Raum, oder? Auf alle Fälle, ja. Ich glaube, die Lüfter laufen überhaupt nicht bei den Reflares. Und es ist sehr angenehm, sehr schönes Licht. Also meine Kunden sehen das jetzt auch und haben auch wieder aus erster Hand dann quasi die Möglichkeit, die Dinge anzugucken. Und die sagen auch, oh, macht aber ein schönes Licht. Und ich habe die nicht mal besonders blau eingestellt, was ja viele Händler machen, und um ihre Korallen möglichst schön darzustellen. Ich mache das auf Wunsch. Ja. Mhm. Da drehe ich dann schon mal blau rein, damit irgendwo eine Hellfire auch nach Hellfire aussieht. Aber ich habe eigentlich weiß sehr stark aufgetreten. Trotzdem ist es noch eine tolle Farbe, die da produziert wird. Und ja, genug. Okay, eine Sache noch. Ja. Ich weiß, ihr wollt schon nach Hause gehen. Ich will nur noch eine Sache. Ja. Und zwar, ich bin auch ein Fan von Süßwasser-Aquaristik, von Teichen und so weiter. Und nur noch ganz kurz. Du hast ja draußen so einen eigenen Teich, oder? Ja. Ich bin verrückt, was Fische angeht. Wie gesagt, seit ich glaube 5-6 Jahre alt war, da hat mich mein Vater mitgenommen zum Angeln, und dann habe ich die ersten Fische nach Hause geschleppt, da in irgendwelche Behälter gesetzt und so weiter. Und jetzt habe ich mir vor ein paar Jahren erst einen kleineren Koi-Teich gebaut, und die Fische sind gewachsen, und jetzt habe ich halt nochmal vergrößert, ich glaube 2016 war das, und mir meine kleine Oase hier draußen geschaffen. Das gibt mir absolute Ruhe nochmal, so wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, ein Blick ins Aquarium erstmal, alles okay, dann raus und Füße ins Wasser oder auf den Bauch gelegt und die Fische gefüttert, ein bisschen mit der Hand. Das strahlt, da bist du in 5 Minuten bist du weg. Ja, dann bist du völlig entspannt. Thomas, wir können ja hier reden, aber die Leute wollen was sehen. Ja klar. Kannst du uns kurz, den Teich, anscheinend bin nur ich dran interessiert, Korallen, mehr Meerwasserfreaks wollen die Korallen sehen. Ja klar. Das heißt, kannst du uns mal kurz Thema runterführen? Geh mal runter und gucken uns die Anlage mal an. Okay, ja? Dankeschön. Alles klar.